Möchtest du deine Schüchternheit überwinden, damit du ihr endlich sagen kannst, wie viel sie dir bedeutet? Und willst du endlich die Gewissheit haben, dass du auf sie zugehen kannst, sie küssen darfst und sie erobern kannst? Du denkst, deine Schüchternheit ist ein Problem. Ich bin heute hier, weil ich dasselbe gedacht habe. Und jetzt kann ich dir sagen, deine Schüchternheit war nie das Problem. In Wahrheit ist deine Schüchternheit eine Stärke. Sie will nicht den lauten Angeber, der nur rumposaut, welche Autos er sich als nächstes holen will oder wie er mit seiner Rolex punkten kann. Es gibt Millionen von Frauen, die auf Intelligenz über allem anderen stehen. Intelligente Männer mit Herz. Siehe da, das bist du. Deine Schüchternheit ist nicht das Problem. Unsere Herausforderung ist es, dass du nicht daran glaubst, dass sie dich aus all den Männern auswählen könnte. Und darin liegt schon mal eine komplett verkehrte Weltanschauung. Denn warum ist sie denn die Einzige, die dich auswählen sollte? Warum kannst du nicht aus den Frauen auswählen? Der Grund dafür ist, was wir emotionale Abhängigkeit nennen. Und das ist nichts weiter als die Gewohnheit, in der du dich dein Leben lang schon wiederfindest, weil du dich nie getraut hast, selber auf Frauen zuzugehen, zu deinen Bedürfnissen zu stehen und zu sagen, wenn dir was gefällt. Du hältst dich zurück, nicht deine Schüchternheit. In diesem Video bekommst du die befreiende Wahrheit, die dir sonst keiner sagen will, weil sie alle selber Angst haben, nicht genug zu sein. Verstehst du, wenn schöne und intelligente Frauen über Männer reden, die sie toll finden, dann verwenden sie den Begriff süß. Ja, er ist ganz süß. Ah, ich weiß nicht. Nicht, wow, er ist krass, er ist stark, schau ihn dir an, er hat so viel Geld. Das sind die Dinge, die wir ihnen in den Mund legen. Aber Frauen sagen lediglich, er war süß. Süß sein bedeutet authentisch sein. Es bedeutet, verletzlich sein zu können und dennoch mutig, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Und das können nicht alle. Und das ist deine Geheimwaffe gegenüber diesen lauten Schreihälsen. Denn du kannst das. Sie meint den Mann, der Tiefe hat. Sie will den intelligenten Mann, der ihr etwas bieten kann, was unemotionale Männer einfach nicht können. Wirklich für sie da zu sein. Es ihr zu ermöglichen, sich bei dir frei zu entfalten. Das, mein Freund, das ist echte Verführung. Stille Wasser sind tief und du bist ein Geschenk, Mann. Schau dich umher. Geh durch die Fußgängerzone und guck, mit wem die Art von Frau, die du magst, Händchen hält. Mit wem geht sie dort entlang, kuschelt sich an ihn und lacht und lächelt. Das sind keine Alphas. Mach die Augen auf, mein Lieber. Das sind Männer wie du und ich. Schau nicht nach den Barbie-Puppen, auf die du selber nicht stehst. Achte auf die Frauen, die du selber zu deiner Freundin haben wollen würdest. Die Beweise sind überall, dass schöne und intelligente Frauen auf Männer mit Tiefe, auf Männer mit Herz stehen. Aber wir achten nicht darauf. Warum? Weil wir es gewohnt sind, uns selber einzureden, dass wir nicht genug sind. Das sind Männer wie du. Schüchterne, aber selbstbewusste Männer. Selbstbewusstsein. Das ist der springende Knackpunkt. Du bist schon längst gut genug. Du bist schon längst all das, was sie gerne haben möchte. Und Selbstbewusstsein bekommst du, indem du dich mit Menschen umgibst, die an dich glauben. Und du dich Stück für Stück Dinge traust, die du dich früher nie getraut hättest. So wie dieser Mann mit Herz, der das mit unserer Hilfe geschafft hat. Das eine führte zum anderen, rumgeknutscht und tiefe Gespräche geführt. Tamara auf einer Seite und Anina wollte auch dazukommen. Und so haben wir zu dritt gepennt. Und unser Perfektionistengehirn wird jetzt sagen, wie soll ich das alles schaffen? Step by step. Versuch nicht alles auf einmal zu erreichen. Such nicht alle Probleme gleichzeitig zu lösen. Das führt zu nichts. Step by step. Schritt für Schritt folge einem Leitfaden, der einfach funktioniert. Ich habe ein 7-Minuten-Video für dich aufgenommen, in dem ich dir ganz genau erkläre, wie Männer wie er das geschafft haben. Wenn du es sehen willst, klick hier. Du kannst dich bewegen, du weißt nicht, was du sagen sollst. Da zieht sich in dir alles zusammen und du kommst nicht vom Fleck. Obwohl du genau weißt, jetzt müsstest du handeln. Du bist nicht schüchtern, du bist verkopft. Ja, Frauen stehen auf Männer mit Intelligenz. Aber Theorie ohne Praxis ist wertlos. Wissen ohne Anwendung ist kein Wissen. Erst wenn du dein Wissen anwenden kannst, hat es einen Wert. Erst wenn du dein Wissen anwenden kannst, kannst du die Früchte davon tragen. Und wenn die Frau, die dich schon jetzt mag, darauf wartet, dass du zu ihr hingehst, den nächsten Schritt mit ihr gehst und du nicht weißt, was passieren wird, wenn du auf sie zugehst, richtigen Worte einfallen oder du aus irgendeinem Grund nicht das Richtige tun wirst, dann finde heraus, was passieren wird. Finde es heraus. Werd zum Entdecker. Hol den inneren Indiana Jones aus dir heraus und find heraus, was passieren wird, wenn du einmal wirklich zu dir und deinen Bedürfnissen stehst. Denn du bist ein Geschenk. Und wenn sie die pure Freude in dir sieht, das authentische Verlangen nach Liebe, ohne etwas von ihr zu wollen, ohne ihr irgendwas wegnehmen zu wollen, denn so jemand bist du nicht, sondern weil du für sie ein Geschenk sein willst, ihr eine schöne Zeit geben willst und weil du mit ihr zusammen ein neues Kapitel schreiben möchtest, an das ihr beide euch ein Leben lang erinnern werdet. Ein wunderschönes Kapitel, das ihr beide noch euren Enkeln erzählen werdet. Wie wär das? Du bist so viel mehr. Du bist herzlich, du bist romantisch, du bist verlässlich, du bist ein guter Freund, ein Mann mit
wert. Schreib diese Geschichte, damit du dich irgendwann einmal später daran zurückerinnern kannst in deinem Buch deines Lebens und du mit einem großen Lächeln dich daran zurückerinnern wirst. Es ist scheißegal, ob es klappt oder nicht. Du hast es versucht und das ist alles, was zählt. Werd zum Dichter. Werd zum Geschichtenschreiber. Schreib die Geschichte, wie du sie gerne in einem Buch oder in einem Film sehen möchtest, wo der Mann die Frau tatsächlich erobert, obwohl er schüchtern ist. Und wenn du den Leitfaden bekommen willst, wie das geht, dann zeige ich ihn dir in diesem 7-minütigen Video.